So, da bin ich wieder. Schön gesättigt. Auf dem Weg in die nächste Schlacht. Ich hätte zwischendrin mal was Odin muss trinken. irgendwo da drin sein. Ich rieche ihn schon. Könnte mal was trinken. Medkit. Platin. Baustart umgehen. Zusammen, runter, C, runter. Kralle, Kralle. Sicherheit umgangen. Ein heißer Schrei. Kopfschuss. Feuer frei. Sauberer Kill. Betäubungsschuss bereit. Endkontakt. Betäubungsschuss am Arsch. So muss es sein. Doppelter Systemschaden. Oh, hallo. Keine Feinde auf der Karte. Platin. Oh, was ich alles am Platin umgehen kann. Kontakt runter zusammen C. Dämliche Fotzen. So, jetzt wurde ich da rausgerissen. Das ist so eine Scheiße. Runter C, Kralle, Kontakt zusammen, Kralle. Ey, wehe. Weiß ich doch nicht, dass das Spiel nebenbei weiterläuft. Ja gut, mein Vorteil ist bei dem. Ups. Oh, das muss ich unbedingt wieder rausnehmen, das Caps Lock. Als Linksklick einprogrammiert ist. Medkit, Energiezellen, raffiniertes Iridium. Hallo, Iridium, komm her. Laptop hacken. Oben links ein Block weiß. Und dann ein Block Orange, da haben wir's. Viereinhalbtausend Credits. Also ich meine, es wären ja nur ein paar Credits gewesen, die ich da bekommen hätte. Was? Okay, wären nur ein paar Credits gewesen, die ich da bekommen hätte. Vorne bei den Platinen, also ist ja noch okay. Aber Da. es steht halt auch nirgendwo, dass das Spiel weitergeht, beziehungsweise wurde es nie irgendwie mitgeteilt. Also auch durch Filmsequenzen oder so. Ich meine, bei dem neuen Final Fantasy VII sieht man zum Beispiel, dass Angriff. Gib mir Mac. Feinde!
Bumm. Beim neuen Final Fantasy sieht man, wenn man aktiv kämpft und man dann Befehle eingibt, so dass Cloud zum Beispiel Feuer zaubern soll, dass sich nebenbei der Kampf in Zeitlupe weiterbewegt. Was zum Teufel hat Harkin vor? Sie haben mit Harkin bei der C-Sicherheit zusammengearbeitet? Ja, er war früher auch schon eine ziemliche Nervensäge. Aber ich bin nicht in Stimmung für seine Spielchen. Wenn er nicht kooperiert, werde ich ihn halbtot prügeln. Sie scheinen immer angespannter zu werden, Garrus. Harkin weiß vielleicht, warum Sidonis sich absetzen wollte. Falls das stimmt, weiß er, warum wir hier sind. Und ich will nicht, dass er Sidonis einen Tipp gibt. Haben Sie das gesehen? Ich hab was gesehen. Er bereitet sich auf uns vor. Was werden Sie tun, wenn Harkin die Kooperation verweigert? Er ist ja sein richtiger Verbrecher. Er arbeitet für die Blue Suns. Ich sollte ihn einfach ohne Vorwarnung abknallen. Aber ich brauche ihn lebend, also werde ich ihm keine bleibenden Schäden zufügen. Nur ein bisschen, um seine Zunge zu lösen. Sie müssen ihm nicht wehtun, um zu kriegen, was Sie wollen. Keine Sorge, Harkin ist ein Feigling. Er wird alles sagen, bevor ich ihm wirklich wehtun kann. Was glauben Sie, was Harkin da drin für uns vorbereitet hat? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Industriekomplex, schweres Gerät. Könnte alles Mögliche sein. Irgendwas ist da drin. Vermutlich noch mehr Blue Suns. Harkin hat sich irgendwie selbst in die Enge getrieben. Er hat bestimmt noch ein Ass im Ärmel. Was werden Sie tun, wenn Harkin die Kooperation verweigert? Hä? Er ist ja sein richtiger Verbrecher. Aber ich brauche ihn lebend, also werde ich ihm keine bleibenden Schäden. Was dazu auch notwendig ist. Ganz genau. Ich wusste, Sie würden es verstehen. Haben Sie immer noch vor, Sidonis zu töten, wenn wir ihn finden? So lautet der Plan. Es wird schnell und schmerzlos gehen. Im Gegensatz zu denen, die er verraten hat, wird ihm die Agonie eines langsamen Todes erspart bleiben. Es ist mehr, als er verdient. Aber wenn er stirbt, bin ich zufrieden. Ich habe damit kein Problem. Das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Ich mag Garrus' Methoden eigentlich. Wenn wir hier warten, werden wir ihn wohl kaum erwischen. Direkt hinter Ihnen. Direkt hinter Ihnen, ja genau. Ich gehe natürlich mal wieder vor. Gefälschte IDs. Finden Sie jemanden, der für eine gefälschte ID Verwendung hat. Wandsafe umgehen. Kontakt C, Kontakt Kralle C. Anderer Kontakt. Und 2100 Credits. Was habe ich da noch eingesteckt? Munition. Medi-Station. Terminal. Was kann ich hier jetzt noch hängen? Grünes Muster. Oben links weiß. Oben rechts grün. Das sieht interessant aus. Präzisionsgewehrschaden. Hübsch. Vier ist Brandmunition. Shepard, ich habe die Scanner des Lagerhauses angezapft. Die Kisten in den Frachtschiffen über ihnen explodieren, wenn man sie fallen lässt. Gut zu wissen. Warum gehen Sie nicht einfach um? Das wird ein harter Treffer! Das hat gesessen! Einer weniger! Okay. Von rechts. Uha. Und unten bleiben. Auf die Distanz nehme ich vielleicht besser meine Pistole. Leite Energieversorgung um. Die Mitglied gefallen!
Okay, das ging jetzt nur weiter. Achtung! Einer gefallen. Unmittelbar bevorstehend. Kritischer Systemschaden. Systeme hochgefahren. Schöne Treffer. Das wird Haki noch bereuen. Okay, 6 Schuss habe ich hier in dem Gerät. Gibt's hier Munition zu sammeln? Nee. Scheiße. Oh Mist. 2 schwere Max. Alles klar. Glauben Sie wirklich, Sie werden... Die haben zuerst Schilde. Also brauche ich Schockmunition. Düt, düt. Okay, frühe Munition fand ich gerade doch irgendwo besser. Einigkeit. The fuck ist da jetzt passiert? Wo ist mein Adrenalinschub? Da. Hat da ihn gerade eine Atombombe gezündet? Wow, was ist das denn für eine Kacke? Boah. Sie waren nah dran, aber nicht nah genug. Wie war das in Star Wars 1? Hau ihm so, auf die Nase. Fade. Das mit dem Verschwinden hat nicht geklappt, was? Kommen Sie schon, Garrus. Das kriegen wir doch hin. Was brauchen Sie? Ich suche jemanden. Sieht aus, als hätte jeder von uns etwas, das der andere will. Wir bitten Sie nicht um einen Gefallen, Haken. Lass Sie nicht sagen. Sie haben beim Verschwinden eines Freundes von mir mitgeholfen. Ich muss ihn finden. Ich brauche schon etwas mehr Informationen als das. Sein Name war Sidonis. Sidonis Alcura, Turianer aus... Ich weiß, wen Sie meinen, und ich werde gar nichts sagen. Ist diese Information wirklich den ganzen Aufwand wert? Ich gebe keine Informationen über Klienten weiter. Ist schlecht fürs Geschäft... Wissen Sie, was noch schlecht fürs Geschäft ist? Ein gebrochenes Genick. Okay, okay. Nehmen Sie den Fuß weg. Terminus hat Sie völlig verändert, was, Garrus? Nein, aber Sidonis hat mir die Augen geöffnet. Und jetzt arrangieren Sie ein Treffen. Ich gehe. Ja, ich bin's. Es könnte sein, dass ihre wahre Identität aufgeflogen ist.
Deshalb rufe ich an. Ich schicke einen Agenten. Wo wollen Sie ihn treffen? In Ordnung. Er wird dort sein. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Alles in Ordnung. Er will Sie vor der Orbital Lounge treffen. Mittags. Wenn wir fertig sind, würde ich gerne gehen. Wohl kaum. Sie sind jetzt ein Verbrecher, Harkin. Heißt das, Sie wollen mich jetzt einfach töten? Das ist nicht Ihr Stil, Garrus. Sie töten? Nein. Aber ich werde Ihr Tempo ein wenig bremsen. Und C-Sicherheit eine Blutspur geben, der Sie folgen kann. Bastard! Sie kommen sehr leicht davon, Harkin. Was habe ich Ihnen je getan? Wenn Sidonis nicht dort ist, komme ich zurück und bringe es zu Ende. Man muss nicht immer der gute Junge in Mass Effect sein. Alles klar. War das so beabsichtigt als Szenenwechsel? Harkin ist eine verdammte Bedrohung. Wir hätten ihn nicht einfach gehen lassen sollen. Er hätte eine Strafe verdient. Vergeuden Sie nicht Ihre Zeit mit ihm. C-Sicherheit soll sich jetzt um ihn kümmern. Ja, da haben Sie wohl recht. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Natürlich. Haben Sie sich das gut überlegt? Wissen Sie, was Sie tun? Nein, aber ich mache jetzt keinen Rückzieher mehr. Es ist noch nicht zu spät. Sie müssen es nicht durchziehen. Wer außer mir sollte Sidonis seiner gerechten Strafe zuführen? Niemand sonst weiß, was er getan hat. Es wäre auch allen egal. Ich sehe keine anderen Optionen. Lassen Sie mich mit ihm reden. Sie können sagen, was Sie wollen. Mein Entschluss ändert das nicht. Seine Gründe sind mir egal. Er hat uns verraten und verdient dafür den Tod. Ich werde es nicht wieder erwähnen. Ich weiß das zu schätzen. Ich muss mich vorbereiten. Und wie? Von da drüben habe ich ein gutes Schussfeld. Was soll ich tun? Halten Sie das Gespräch am Laufen und stellen Sie sich nicht in den Weg. Ich sage Bescheid, wenn ich ihn im Visier habe. Geben Sie mir ein Signal, wenn Sie bereit sind. Dann schieße ich. Sie gehen besser. Er wird bald hier sein. Shepard, können Sie mich hören? Klar und deutlich. Okay, da ist er. Winken Sie ihn heran und verwickeln Sie ihn in ein Gespräch. Bringen wir es hinter uns. Sie blockieren meinen Schuss. Treten Sie zur Seite. Da, ich google jetzt, was besser ist, weil das ist so... Weiß nicht, ich gönn Garrus seine Rache. Sidonis... Warnen oder nicht? Hier, Garrus Auge um Auge. Müssen wir uns beginnen? Ablauf. Sidonis. Okay. Es wird nicht lange dauern. Gehören Sie zu Harkins Leuten? Ich erinnere mich nicht, Sie schon mal gesehen zu haben.
Setzen Sie mich da drüben ab. Hab gehört, Hackin sei einer der Besten. Sollte nicht nochmal vorkommen. Das wird es nicht. Keine Sorge. Was? Oh, Scheiße. Verrat bestraft, Sidonis. Das ging ja ganz einfach. Einfach und sauber. Gute Arbeit. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Gehen wir. Ich muss weg von diesem Ort. Ich bin gleich bei Ihnen. Warum habe ich so entschieden? Ich habe gerade gegoogelt und in der Missionsbeschreibung im Mass Effect Wiki stand, dass wenn man Sidonis warnt, er einem sagt, dass er seit diesem Vorfall leidet, nicht mehr richtig schlafen, nicht mehr richtig essen kann und er überlebt dann am Ende. Das ist Garrus nicht unbedingt genug, man kann Garrus aber überzeugen, dass das Leid von Sidonis genug Strafe ist. Ich fand es an der Stelle ein bisschen gnädiger. Garrus ist jetzt zufrieden, weil er jetzt damit einfach abschließen kann mit dem Thema und Sidonis muss nicht mehr leiden. Weiß nicht. Ist eine Zwickmühle. Stufenaufstieg. Missionszusammenfassung. Garrus Verräter wurde gefunden. Die Sache ist erledigt und Garrus kann sich mit klarem Kopf der Mission widmen. C-Sicherheitsbeamte werden dafür sorgen, dass keine Anklage gegen ihn oder Shepard erhoben wird. Möglicherweise lässt sich Harkins kriminelles Netzwerk benutzen. Agenten zur Untersuchung entsandt. Kampf von Garrus freigeschaltet. Garrus neues Outfit. Präzisionsgefährschaden, Credits Iridium. Wahrscheinlich Bericht schließen. Ja. Okay. Gut. Oh. Wenn jetzt keine Cutscene mehr kommt. Dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.